Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marsch, vierfach Map ohne Gräben. Ja, ich bin gerade dabei, neue Fahrzeuge zu kaufen. Heute ist übrigens Silvester, die zweite Ausgabe am heutigen Tage. Ich gehe jetzt gerade mal auf große Einkaufstour. Warum habe ich den denn gekauft und nicht den? Keine Frage. Ja, Anhängerkupplung und Anhänger hinten. Ah, die größte Maschine. Die Hauptfarbe machen wir mal nicht. Grau. Farbe. Was? Ja, möchte ich kaufen. So, Großeinkauf gemacht. Der Class Axion Nummer 3 sollte aufgetankt werden. Ja, kein Wunder. So, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich mehr so ein bisschen Makulatur. Ich habe diesen Sand nicht mehr, bin ich nicht mehr losgeworden. Brückenbaustelle. Daher fülle ich den jetzt noch einmal auf und bringe den dann hier zur Zementproduktion. Das ist aber jetzt nicht weiter wild. Eigentlich hätte ich jetzt auch eigentlich warten können mit dem Kaufen. Nur das gleiche Schicksal wird uns jetzt hier gleich ereilen bei der beim Kies. Kann ich eigentlich auch nicht alles loswerden hier. Aber ich muss zum Beispiel auch noch Zement haben. 10 Paletten Zement brauche ich noch. Hier. Jetzt mal aus und steige dann direkt in mein neues Fahrzeug ein. Oh, sieht auch schon ganz schick aus. Hier sind die neuen. Kriege ich doch nie angekoppelt. Nie. Nie unter diesen Umständen hier. Niemals. Niemals. Aber wollte ich dann auch Kraft Trailer Assisters? Niemals, oder? Machen wir jetzt anders. Bin auch nicht so schick. Aber irgendwie muss das ja mal funktionieren. Nachher in die Richtung. War auch dämlich von mir, das so rumzumachen. Kann ich den eigentlich vorne ankoppeln? Der vorne in der Anhängerkupplung? Ja, hat er. Sehr schön.
Ja, jetzt haben wir da einen mehr von. Jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Kompost, damit dann da wieder ein bisschen weitergearbeitet werden kann. Ja, der Glas sollte aufgetankt werden, ich weiß doch, ich weiß doch. Wird er doch auch. Ich muss doch nur eben schnell Kompost holen. Ist auch gut am Laufen. Wollen wir auch bald mal wieder Schnaps verkaufen und wieder richtig Geld machen und uns neue Felder holen und alles andere. So. Ja, dann mach doch mal. Der auch vorne in der Kupplung? Eigentlich ja. Aber eben nur eigentlich. Muss ja nur hier vorbeikommen, mehr muss er ja gar nicht. Ah, 127 Liter. Kann ja noch ein bisschen was machen. Schon geil. Sieht schon schick aus. Kann man nicht anders sagen.
Naja, warum das nicht mehr so schön funktioniert, weiß man auch nicht, ne? Egal. Wird produziert, das ist das, was zählt. Mist, passen hier 100.000 rein. Gülle passt auch 100.000 rein. Mal alles 100.000 rein. Wäre jetzt nämlich eben meine Frage, ob ich denn Förderbänder mit Förderbändern meine großen neuen Transporter beladen kann. Wenn ja, kann ich mal irgendwann demnächst so einen kaufen. Das wollte ich ja. So. Was machen wir jetzt? Genau. Wir bringen jetzt erstmal Kompost weg. Wir bringen erstmal Kompost weg zur Obstfarm. Gemüsefarm. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Kompost loswerde, aber da guck ich mal. Mach ich mir jetzt erstmal keinen Kopf drauf. Jetzt habe ich insgesamt schon 4 Sattelschlepper, würde ich sagen, ne? Da habe ich zweimal den Tandem-Axel MAN, einmal in Rot, einmal hier in Grau. Da habe ich den Single-Axel MAN in Rot und ich habe den Single-Axel von Mercedes für die Milch. Trotzdem würde mich interessieren, was der Klaas jetzt so macht. Ob das jetzt hinkommt. Ob der denn jetzt sein Stroh los wird.
So. Mal gucken. Eigentlich ist das Gespann hier viel zu groß, hier reinzufahren. Aber ich probiere das mal. Was auch immer das jetzt wieder für eine. Aha, okay. Ja, das ist die. Ja, ich weiß schon, was das ist. Ich weiß gar nicht, was das hier von Fassungsvermögen hat. Silo. Jetzt fahre ich hier mal mit. Ich will mal gucken. Ob der jetzt sein Stroh los wird. Wahrscheinlich immer nur bruchstückhaft, was? Mal schauen, mal schauen. Oh, da hinten, da schießt schon jemand Raketen. Seht ihr das? Das gesehen? Am Horizont da hinten? Ganz schlecht zu sehen. Rechts neben dem Wasserturm. Da oben. Aha, Silvester. Wie cool. Feuerwerk. Sehr geil. Sehr geil. Ja, es war noch hell, aber da schießen die Raketen. Da feiert schon jemand. Jawohl! Oh! Ah! Alpia! Oh nee, Schleichwerbung! Gibt's die überhaupt noch? Aber die Werbung gibt's auch nicht mehr, ne? Auch sehr komisch. Also nicht, dass es die Werbung nicht mehr gibt, sondern. Wenn sie auch extrem komisch. Dass das. Naja, Hauptsache er wird jetzt hier komplett leer. Mehr will ich ja gar nicht. Geldkassette dürfte auch voll sein. Nö, ist noch nicht voll. Hä? Was war das denn? Oh! Hier geht das Feuerwerk ab. Das ist ja cool. Ja, vielen, vielen Dank für das vergangene Jahr, wo ihr mir die Treue gehalten habt, wo ihr zugeguckt habt. Ja, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich
und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr wieder einschaltet. Morgen gibt es direkt 2 Folgen natürlich. Ist ja ein besonderer Tag, ist ja ein Feiertag. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann mal einen guten Rutsch. Lasst es krachen heute Abend. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und ja, sage ich mal, ciao!